So, da sind wir wieder im Landwirtschaftssimulator. Patrick, was machst du im Drescher? Immer noch mit Patrick, genau. Oh, es ist er wieder abgehauen. Es war nicht böse gemeint. So. Wieder jetzt rückwärts fahren. Ah, genau, ich wollte einen Server neu starten. Ach, dann musst du halt noch ein paar warten. Nicht? Das ist schon auch schon das dritte, vierte Mal, dass ich hier abtanken muss. Es geht auch schneller als gedacht. Voll mit Raps. Aber der Drescher ist ja auch so ein ganz kleiner. Schon gerade Raps sehen. Nein, 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 nein. Bitte Ja, nicht. mir ist auch gerade aufgefallen. Ich habe noch nichts angefangen. Ja, es ist ganz gut, wenn du kein Raps siehst auf das Feld da oben. Weil das hilft weder uns noch den Kühen. Ich denk grad nach. Was wollen denn die Kühe alles zu fressen? Wenn man Kühe füttern will, brauchen wir erstmal eine Futtermischmaschine noch und Silage. Eine Silage kann man ja auch aus Gras machen. Silage ist ohne Ballenmaschine, oder? Wie ist denn das? Also, da brauchst du aber auch wieder. Ja, das machen wir jetzt mal eins nach dem anderen. Planen wir mal nicht alles auf einmal. Voll. So. Und wieder abtanken. Bitte jetzt hier ein bisschen voranfahren. Traktor. Ich glaube, mit Curseplay dreschen wäre auch mal eine geile Sache. Also das, wenn wir das hinkriegen. Wie bitte? Ja, abtanken. Ja, aber man muss nichts mehr machen. Das ist das eine. Aber das andere ist, das ist ja auch nicht nur ein Nachteil, wenn man nichts mehr machen muss, dann kann man sich ja um andere Sachen kümmern. Habe auch schon überlegt, bringt uns Curseplay überhaupt schon was? Aber es ist dann doch ganz praktisch. An manchen Stellen, auch bei so einem vergleichsweise kleinen Betrieb. Ich glaube, ja, irgendwann wird's abtanken so auch lästig. Also, aber so abtanken per Curseplay geht halt nicht. Mit dem riesen Schneidwerk. Braucht man schon mal einen gescheiten Drescher noch. Kostet alles Geld. Ja. Was soll ich sagen?
Was liefert mir der Händler? Wow! Geil! Beim Händler ist gerade der Riesenflug im Sonderangebot. 25.000. Was hältst du davon, wenn wir uns den kaufen und pflügen, die Felder erweitern, Ding verbinden, 15, 16 verbinden und 14 erweitern. Ja, was hältst du davon, es zu machen? Soll ich ihn kaufen? Ja, klar, Geld habe ich genug. Darfst du dir... Naja, schafft es unser Traktor? Ja. Wir brauchen halt jetzt mal wieder ein bisschen Geld. Weißt du? Meine finanzielle Lage hat sich zugespitzt. Sobald du fertig bist mit Säen, darfst du dir irgendeinen großen Traktor nehmen und hier Felder erweitern. Ich glaube, das darfst du gern machen. Also, das machst du gern. Wollte ich sagen. So. Beziehungsweise habe ich gemeint. Ach, 90, 99 voll. Und wie viel? Wir haben jetzt drei Traktoren, den Mähdrescher und den Weidemann, oder? Okay. Na, guck mal, wenn wir BGA entladen, können wir zu zweit die BGA entladen. Ist doch auch mal was. Im Frontlader und im Weidemann. Hat was. Aber das wird heute nichts mehr. Also BGA entladen. So, dann hat die Folge noch 5, 7 Minuten. Und dann lade ich mir gleich Cosplay von GitHub runter. Schick's dir schnell und dann mach mal hier mal gescheit das Ganze durch. Beziehungsweise, ich glaube, ich nehme lieber die Version 3.3 von ModHoster. Weil ich weiß nicht, wie weit die versionskompatibel sind. Wenn ich den einen drin hab und du den anderen. Also ein anderer Zuschauer. Irgendwann mal. Kann ich wenigstens sagen, es ist 3.3. Ja, mach ich so. Oh Mann. Steht hier der Traktor im Weg. Und weiter geht's. Ja, Raps bringt doch mehr Ertrag, als ich gedacht habe. Wie weit bist du? Hängt's mir noch. Schlecht.
Hast du gerade irgendein Thema, über das man diskutieren könnte? Ich finde, es ist so still im Let's Play gerade. Das ist schlecht. Was würdest du dir für den Landwirtschaftssimulator 2015 wünschen? Ja, ich frag's dich trotzdem. Es kam jetzt überraschend. Ja, Zuschauer, schreibt mir mal in die Kommentare, was würdet ihr euch für den Landwirtschaftssimulator 2015 wünschen? Das würde mich mal sehr interessieren. Ja, kommst du wieder zum Hof? Ja, dann fange ich mal an. Also ein, zwei neue Traschermarken. Traktormarken wären halt nicht schlecht. Vielleicht noch Dinkelhafer Roggen. Dazu als Früchte. Ja. Ja. Gehört eigentlich Obst auch zur Landwirtschaft? Vielleicht noch irgendwas mit Obst? Ist ja auch irgendwas, irgendwie schon so Landwirtschaft. Was könnte man noch einbringen? Genau, das fände ich noch richtig gut. Eine zweite Karte von Anfang an. Also im Hauptspiel gleich zwei Karten drin sind. Einmal eine für kleine Betriebe und dann eine für welche, die richtig groß, die auf richtig groß machen wollen. Ja. Das ist eine gute Idee, eigentlich. Man kann ja vielleicht noch die bereitstellen, auch wenn die den meisten dann schon aus den Ohren raushängt, als mittlere Map. Also als Zwischending zwischen den Extremen. Wobei, da gibt es wieder einige, die sich beschweren. Ha, jetzt bietet er wieder Hagen steht an, was wollen wir es? Ja, was soll ich dazu sagen? Das Einzige, was ich jetzt noch sage, ist, dass ich jetzt fast voll bin und der Part fast zu Ende ist und das Spiel laggt. Und jetzt geht's wieder. Und jetzt bin ich voll und hiermit beende ich den Part. Wir sehen uns dann gleich wieder mit Cursplay. Tschüss!